Unsere Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Ach komm, ernsthaft, fickt euch. Wenn etwas hässlich ist, reiße ich es ab. Hat eines ihrer Schiffe versenkt. Wo? Schiff unter Beschuss. Wo? Wo zum Fick? Schoner steht bereit. Der hat gerade... Welches Schiff hat der denn hier schon wieder... Er hat einen Clipper versenkt. Boah, geht mir das hier gerade auf den Zeiger, Alter. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben so eine leichte Problematik. Also eine ganz leichte, oh Gottes Willen. Ach. Schiff unter Beschuss. Weißt du was? Haltet doch einfach alle die Schnauze. Einfach alle mal kollektiv Fresse halten. Was ist denn nämlich mit seinem Schlachtschiff hier oben? Suchst du etwas Bestimmtes? So, verkaufen die beiden will ich nicht. Ist der anstrengend, der ist so mega anstrengend, der Typ. Haben wir hier auch einen Aufstand? Wir haben hier auch einen Aufstand! Eine Krankheit ist total toll! Macht richtig Spaß gerade. Alles voller Aufstände, alles voll, alles am Runtergehen. Ist richtig, richtig geil, ne? So richtig funny. Hier so eine kleine Bevölkerung, so eine kleine Menschenrechtsbevölkerung. Gott! Unter qualitativen Gesichtspunkten geht es uns ausgezeichnet. Aha. Die Epidemie wurde besiegt. Dumme Kackbratzen. Denen geht's so gut. Sie haben alles. Sie haben alles und jetzt sind sie am Aufmucken. Was für eine dreckige Kacke. Ernsthaft. Also, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben... einen Russen, der aufmuckt. Und zwar direkt in unserem eigenen Gebiet. Die Epidemie wurde auch mit einem schönen fetten Schlachtkreuzer. Das macht dem richtig Fun. Der ist hier richtig am Aufmucken. Richtig am Rumstrullern. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben einen der mitunter wahrscheinlich längsten andauernden Streite. Konflikte. Ja, ich zeig nochmal gerade. Das Problem ist, ich kann das auch nicht einfach offline geben, was ich eigentlich machen wollte. Guckt euch das doch mal an hier. Schiff unter Beschuss. Ja, Schiff unter Beschuss. Jetzt geht es nämlich direkt weiter. Hatte ich schon erwähnt, dass wir den Russen auf... Bereit für den Einsatz. Er geht mir so auf den Zeiger, ey. Das gibt's gar nicht. Flotte erwartet Befehl. Ja, macht auf dem Weg mal das, den Kollegen hier platt. Die Krankheit ist ausgebrochen. Flotte legt ab. Der pimmelt halt direkt vor meinem Hafen rum. Und der Wind steht natürlich wieder so gut, dass wir halt nicht eingreifen können. Nicht schnell genug. Das ist übrigens hier nur eine Vergeltung. Eine absolute Vergeltung. So, tschüsschen. Sag bloß, der schwimmt noch. Sag bloß, der schwimmt noch. Ja, der Wind müsste sich jetzt einmal kurz drehen, tut er nicht. Greift ihn an, macht den platt. Einmal noch. Sehr schön. Als ob der das überlebt! Als ob der das überlebt! Jetzt macht ihn doch einmal kalt. Danke. Flotte legt ab. Es mangelt an Arbeitskraft. So, und jetzt müssen wir mal hier einen kleinen Russen aufmischen, ne? Meine Fresse. Ach so, hier, die Revolte ist übrigens immer noch am Start. Ne? Kennt man ja.
Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Übrigens, wir sollten vielleicht das Ganze hier bauen. Ein Schiff wurde zerstört. Ein Schiff wurde zerstört. Welches? Der kleine Schoner. Ey, Junge! Eine Epidemie breitet sich aus. Ach, eine Epidemie breitet sich aus. Das kommt ja nochmal. Ist ja der Wahnsinn. Ihr Hafen wird angegriffen. Das sind die besten Neuigkeiten der Welt. Ich flipp hier gleich aus, Anno. Anno, kauft jetzt das neue Spiel. Das macht richtig Fun, weil ihr richtig zum Bauen kommt. Am Arsch. Ich versuche schon seit 50.000 Jahren so ein verficktes kleines... Ihre Insel wird angegriffen. Ihre Insel wird angegriffen. Sag bloß, Sherlock. Könnte ich eventuell eine Information bekommen, von der ich noch nichts weiß? Neue Errungenschaft. Apropos neue Errungenschaft. Einmal hier durchziehen. Das ist etwas unkonventionell, ja, in der Tat. Es mangelt an Arbeitskraft. Wird aber funktionieren. Schiff vom Stapel gelaufen. So, jetzt haben wir ein Schiffchen. Ölschiff, ein Öltanker. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir eventuell so hier und da ein dezentes Problem haben. Wir wären dann soweit. Ich hab's schon seit 5 Jahren keine normale Anno-Musik mehr gehört. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr es ist halt keine Herausforderung mehr. Das ist einfach jetzt nur noch der absolute Abfuck, weil das kommt halt im Sekundentakt. Was soll ich denn dagegen machen? Was die Aufstände angeht, könnte ich halt ein bisschen gegensteuern. Könnte. Aber jetzt ist es halt auch schon zu spät. Und obendrauf bekomme ich jetzt noch mehr auf den Sack. Lektorieren. Sie haben uns etwas voraus. So, können wir uns das leisten? Ja, das können wir uns leisten. Der Subtext ist mit bloßem Auge erkannt. Wie Sie wünschen. Ich werde es umgehend ändern lassen. Danke. Wenigstens einer, der mitarbeitet. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ne, wer kann das schon sagen? Weiß ich auch nicht. Einfach, Leute, glauben alles, was gedruckt wird. Alter. Und Schiff unter Beschuss. Ja, ach so, Schiff unter Beschuss. Ich kann ja, kann ich vielleicht mal bauen? Nein, kann ich nicht. Weil wieder der Russen-Anus rumpimmelt. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. So, wenigstens haben wir die Plebs hier unter Kontrolle. Geht alle wieder zur Arbeit. Streiken ist heute nicht. So, die lasse ich hier nochmal da. Man weiß ja nie. So, Schiff vom Stapel gelaufen, hatte ich gehört. Ach, das ist er hier. Ich brauche aber noch einen Clipper. Wir herrschen nicht über die Wellen, aber wir wühlen sie ordentlich auf. Schiff unter Beschuss. Boah, Junge, ernsthaft. Flotte geht auf Fahrt. Das ist so ein Affe. Gott, ist das ein Wichser. Im Ernst. Jetzt kommt gleich die Radurkutsche, aber hallo. So, neue Welt. Weißt du, so richtig 50 Probleme parallel am Beseitigen. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Könnte es sein, dass ich eventuell gar kein Lagerhaus brauche? Also zusätzlich? Spielstand gespeichert. Ich verbinde es natürlich trotzdem, ist klar.
So, jetzt brauche ich den Ölhafen. Endlich. Ach, es fehlt an Holz. Lustig. Alles bereit. Routen. Da fehlt mir noch ein. Insel wird belagert. Ja, da fehlt halt noch ein Schiff. Ist ja egal. Haben wir ja irgendwo bestimmt am Rumfahren. So, hier müsste jetzt gleich ein Clipper vom Stapel laufen und den brauche ich halt dafür. Anders geht das nicht. So, die Route läuft. Ich habe halt wie gesagt auch aufgehört, mir irgendwelche neuen Schiffsnamen da auszudenken, weil so viele Schiffe flöten gehen, ganz ehrlich. Ein Feuer ist ausgebrochen. Das ist so eine Verarsche. Alter, ist das eine Verarsche. Vom Stapel gelaufen. Gott, Spiel, ernsthaft. Nimmst du dich eigentlich noch selbst ernst? Wo sind nur all meine Musen hin? Konnte eine ihrer Inseln nicht besiegen. Ja, weil er halt nur anpimmelt. Der macht halt keinen richtigen Kampf, er pimmelt halt nur an. Routen. Ich bin halt hier eigentlich nur noch mit Problembeseitigung beschäftigt, anstatt mit wirklich irgendwelchen richtigen Aktivitäten. Das ist halt sehr, sehr lästig geworden mittlerweile. Sind unterwegs. Ups. So, und hier haben wir noch irgendwo einen Aufstand. Achso, das ist wahrscheinlich auch in der Hauptsiedlung? Fragezeichen. Ja, das sind die Pimmelfratz in der Hauptsiedlung. Was wir zum Glück mittlerweile halbwegs unter Kontrolle bekommen haben. Aber gleich haben wir unseren ersten Schlachtkreuzer. Yay. Yay. Es wird. Haben wir Lava Loils? Nein, haben wir immer noch nicht. Und hier haben wir hier die Pest besiegt, beseitigt. Stillgestanden. Ja, wir könnten mal die Mission machen. Die werden ganz schön reinhauen, das kann ich euch jetzt schon sagen, die Pyrophoria, weil wir haben halt hier Holzschiffe gegen Stahlschiffe mit Feuer. Naja. Flotte bereit. Einer nach dem anderen, ne? Ach hier, alte Welt. Da würde ich ganz gerne mein Flaggschiff nochmal ausrüsten, und zwar mit Stahl. Kann man, glaube ich, gar nicht mal allzu wenig von haben. Bist du doch keiner von uns. Ja, alles gut. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Haben wir es denn jetzt mal? Mit dem Aufstand, das ist jetzt auf Dauer etwas anstrengend. Und ihr müsstet mittlerweile eigentlich ziemlich gut wissen, dass mich das ziemlich eigentlich gar nicht interessiert, dass ihr hier auch einen Aufstand habt. Ich werde einfach wie gehabt weitermachen, ne? Einfach wie gehabt. Achso, ich wollte auch noch Hochräder machen, ne? Haben Sie vergessen, den Schalter umzulegen? Ja, ihr braucht Strom, das ist mir bewusst. Vorsichtig, immer mit der Ruhe. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich mach mal den hier. Und dann gleich als nächste Stufe die Ingenieure. Schiff unter Beschuss. Ach, sag bloß. Das hier sind die Pyrophoria. Haben wir die jetzt? Vom Stapel gelaufen. Die haben sich irgendwie nicht so wirklich. Haben die wirklich gekämpft? Laufen Koordinaten an. Einmal hier hin. Leute unterwegs. Die Leute retten, ne? Stück für Stück die Leute retten, das Spielstand sollte drin sein.
So, haben wir jetzt mittlerweile ein Problem weniger eventuell. Nein, ist immer noch aktiv. Da freut man sich doch. Neue Ziele? Wo ist eigentlich Mr. Pimmelfratzer? Ich glaube, ich muss mal wieder in das Gewässer hier fahren. Apropos, ich muss jetzt noch ein paar Sachen geklärt bekommen, ne? In die neue Welt. In Hoffnung, dass er nicht angegriffen wird, weil er sonst ein RIP. Ganz ehrlich, dann ist halt RIP. Mal wieder. So. Endlich. Nee, endlich nicht. Muchas gracias. Weil, habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist Kacke. Das ist richtig, richtig scheiße. Ich brauche nämlich eine Verbindung. Ich brauche halt echt eine Verbindung, ansonsten klappt hier gar nichts. Und bei meinem Glück wird das wahrscheinlich sogar noch nicht mehr reichen mit der Verbindung. Mit der ach so tollen Verbindung. Baumaterial fehlt. Was fehlt euch denn? 44 Stahl, ich werde nicht mehr. Alter. Das, nee. Aus, nee. Wenn du dich auch nach dem Tod sehnst. 30.000 hier annehmen. Vielleicht gönn dir. Streich ich dich von meiner Liste. Alter. Hier können wir eins bauen. Und hier können wir eine bauen. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Ja, es fehlt halt gerade echt so ein bisschen an allem. Aber macht ja nichts. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon gewohnt bin, ne? Wir brauchen halt Unmengen an Stahl. Hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass man so viel Stahl verbrauchen kann. So, später brauchen wir dann noch hier hinten eine weitere Ölquelle, so wie ich das hier sehe. Ölraffinerie. Ja, die liegen halt wieder sehr günstig. Die liegen halt mehr als nur beschissen. Die liegen einfach ultimativ beschissen. Du kannst... Naja, dafür liegen die hier gut. Ja, Öl voll. Kann ich nicht abholen. Geil, ne? Lässt dich nicht lumpen. So, kommt an Bord. Die Flammen sind außer Kontrolle. Jetzt haben die hier alles angezündet. Warum? Warum hasst ihr mich so, ihr Arschlöcher? Ja, mobilisieren kann ich ja auch nicht. Sind ja alle unzufrieden. Warum? Auch immer. Im Prinzip, seitdem ich die Ingenieure habe, sind die alle unzufrieden. Weil Grund ist Propaganda, ne? Propaganda ist das Problem. Bringt halt immer neue Probleme mit sich. Die Formel ist unvollständig. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Ja, Kautschuk. Schiff unter Beschuss. Pass auf, wir können jetzt aber Folgendes machen. Routen. Ihr Schiff wird angegriffen. Wo? Lass mich raten. Mein Schiff da unten. Ach, hier, er hier. Moment, er hier. Macht ihr mal den Öltanker platt. Mein Schlachtkreuzer ist gleich fertig. Ich kann diesen Stream mit gutem Gewissen beenden. Ich habe den Schlachtkreuzer noch gebaut. Einsatzbereit. Guten. Klappt das mit dem Schiff? Ist das Schiff überhaupt schon da? Nee, das war es gar nicht. Habe ich einen Schoner auf Überschwung?
Jetzt hat hier oben auch noch was gebaut. Ich werd wahnsinnig. Der hat echt eine Schramme weg. Und natürlich, passenderweise ist natürlich ganz klar, kann ich natürlich nicht angreifen. Warum? Warum ich nicht angreifen kann? Ganz einfach. Meine Schiffe natürlich jetzt auch Gegenwind haben. Das ist total lustig. Die Attraktivität ihrer Stadt, die neue Welt, hat sich verringert. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, hier haben wir noch ein weiteres. Wo ist es denn? Schiff unter Beschuss. Da oben. Flotte segelt in Formation. Wollt ihr nicht angreifen? Warum wollt ihr nicht angreifen? Der wird euch gleich angreifen, oder warum tut das nicht? Pazifisten. Pazifistenschweine. Vom Stapel gelaufen.